diese Aussicht gab es vor 2 Jahren schon einmal auf meinem Kanal. Genau, ich bin am Frankfurter Flughafen und jetzt geht's wieder nach Japan. Und ja, hab hier noch 8 Stunden Zeit. Ich bin allerdings nicht allein, denn auch der Tyron ist dabei. Und nach einer langen Odyssee gestern für den Tyron ist er dann noch bei mir angekommen. Ah, das war ja nicht so schlimm. Ich war nur eine Stunde. Nur eine Stunde. Aber wie lange bist du insgesamt zu mir gefahren? Fast 12 Stunden, fast oder? Fast 12 Stunden, also ja. Fast so lang wie der Flug, den wir nach Japan haben. Ja, wegen den Bauarbeiten und der Baustelle. Ja, ja. Und ich habe auch schon gesagt, wie lange wir hier am Flughafen warten müssen. Was hältst du so von diesen 7 Stunden und... Also fast 8 Stunden sind es noch, bis wir abfliegen. Es gibt nichts Besseres als zu warten. Da freust du dich schon ganz besonders drauf. Ich bin auch schon ganz aufgeregt. Interessant ist die von mir nach Frankfurt, das sind so 2 Stunden halbe, ging unglaublich schnell rum. Der war der kürzeste Teil der Reise. Ja, aber man darf halt auch nicht vergessen, im Flugzeug gehen diese 2 Stunden halbe nicht so schnell rum. Ja, das kommt ja, du kannst dich aber nicht so gut im Flugzeug beschäftigen. Nee, obwohl man da mehr Beschäftigungsmöglichkeit hat als in der Bahn. Aber wir saßen aber in der Nähe von der Kinderbetreuung, das heißt, das hat uns unglaublich unterhalten. Ja, du wolltest ja schon fast mitspielen. Ja. Mensch, ärgere dich nicht. Und Jakob Uno. Fährt Zug, wolltest du lesen. Dieses Buch, Jakob fährt Zug. Das auf jeden Fall. Jakob hat Verspätung. Ja, so soll es eigentlich heißen. So geht das Buch vermutlich aus. Und jetzt gehen wir gleich von A zum B. Genau, wir gehen zum B. Ja, ich zoome nur mal ran. Habe ich schon erwähnt, Terminal 1B. Ja. Ja, also wie gesagt, warten jetzt noch. Dann mal schauen, was wir da machen. Und dann haben wir noch 11 Stunden und 30 Minuten Flug vor uns. Ja! Ja, ich werde zwischendurch sicherlich mal wieder aufnehmen. So, weiterhin am Frankfurter Flughafen, was wirklich mehr wie eine Einkaufsmeile ist als wie ein Flughafen. Aber das sind halt mittlerweile Flughäfen und Bahnhöfe. Allesamt, wie gesagt, wirken mehr wie ein Einkaufszentrum als ja, wieder ein Flughafen oder ein Bahnhof. Wo man bei einem Bahnhof, da sieht man zumindest noch die Züge. Nur hier habe ich im Vorbereich vom Flughafen, sieht man ja nicht mal ein Flugzeug, die sieht man ja dann erst, wenn man durchgegangen ist und eigentlich dann vor diesem Bereich, wo man da auch ins Flugzeug reingeht, da sieht man dann die Flugzeuge. Ja, und allzu viel gibt es jetzt nicht zu erkunden. Haufenweise überteuerte Geschäfte, die den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Vor allem natürlich den Touristen bei den ganzen Touristenshops. Ja. Aber das kennt man halt, das ist weltweit überall so. Da piept irgendwas, keine Ahnung, vielleicht wollte jemand einfach so durch. Viel Zeit ist ja noch nicht rumgegangen. Nee, noch nicht. Aber wir haben schon einiges erlebt. Ja, wir waren im deutschen Souvenirshop. Genau. Weil wir deutsche Souvenirs und wollen. Natürlich der Christstollen für 12,95. Zu Christstollen bitte. Und die Packung war nicht mal groß, also. Ich hab schon gedacht, dass. Die war ungefähr vielleicht so groß. Und ich hab schon gedacht, das Bayern-Fanpaket ist teuer. Das war toll. Mal schauen, ob wir das heute auch wieder sehen. Ja, das müssen wir mitnehmen. Ich mache auf jeden Fall, wenn wir es finden, mache ich ein Foto. Ja. Und dann poste das dann. Und hier die Steine, da sagtest du, die sind hier fest. Ja. Hm? Weil die sonst gestohlen werden? Ja, so als Souvenir nehmen. Warum sollte ich einen beschissenen Stein als Souvenir mitnehmen? Ein deutscher Stein. Ja, da können die aber auch vorher im Urlaub sich einen Stein von der Straße aufheben. Nein, aber das ist was anderes. Der hier ist sauber und der ist nicht nur sauber, sondern rein. Ja. Und ja, wir wollen dann gleich zu McDonald's. Ja. Wir könnten aber natürlich hier auch ins Bistro Frankfurt Airport gehen. Wo es Pizza, Grill, Streetfood, Weinbar, Kaffee und Takeaway. Takeaway gibt und vermutlich noch mehr, was auf der anderen Seite steht. Warte mal, schauen wir mal auf. So Film. Unsere Verpflichtung, okay gut, da stehen halt noch so ein paar Infos rüber. Aber da wollen wir nicht hin. Nein, wir gehen zum gesunden McDonald's. Genau, richtig gesund. McDonald's ist gesund. Ja, weil das Hähnchen und Hackfleisch immer mit da drin ist und die Pommes, Kartoffeln, ja. Wer kennt's nicht? Ja. Und Salat auf dem Burger. Und die Kohle, die eigentlich ja mal aus Medizin hergestellt wurde, ja, da nehmen wir uns so richtig gesund. Weißt du noch, da? Thank you.
aber wir hatten im anderen Flugzeug noch mehr Platz gehabt. Wie war das Essen so? Okay. Und der Unterhaltungsprogramm? Das ist auch gut. Was hast du überhaupt in der Hand? Ah ja, der Gaming-Controller. Ja, man kann auch spielen, ja, aber was gibt es für Spiele? Tetris, Mahjong und? Dieses komische, auch hier, was mit diesem Stein gespielt wird. Oh, oder so. Ja, ja, also war jetzt nicht so spannend. Auch was zu trinken? Ja. Was hattest du zu essen? Ja. Die Übersetzung war großartig. Was war das? Frittiertes Fällchen. Fällchen. Aber das Japanisch könnte uns da mehr helfen. Und da habe ich geschaut, Wandersystem schaut, vielleicht jetzt über Animes. Ja. Ja, gut, zu dem verliere ich irgendwann irgendwie nur mal ein paar Worte. Wie gesagt, Fenster haben wir hier nicht. Nur, ja, ist sowieso tiefste Nacht. Und so lange liegen wir noch. Aber ich habe das Gefühl, diesmal geht der Flug schnell herum, oder? Könnte sein, es ist aber nicht so warm. Stimmt. Hier ist auch längst nicht so warm wie das letzte Mal. Letztes Mal fand ich es unglaublich warm. Stimmt, und wir haben aber eine Stunde weniger Flugzeit gehabt. Ja, das ist mir persönlich wundert. Das ist ja komisch. Vielleicht ist es ja so ein Raumzeitkontinuum-Fehler. So hier. In Wirklichkeit reisen wir durch die Zeit. Man also, weiß es nicht. Tun wir ja tatsächlich ein bisschen. Ein bisschen, ja. Wir sind ja in der Zukunft. Genau, man weiß es nicht. Ja, aber, nee, aber diesmal ist es ein bisschen schneller alles. Ja, ja, mal schauen. Fast da Flugtag? Eine Stunde und drei Minuten noch. Ja. Und dann haben wir es wieder geschafft. Ja. Wie war so der Flug für dich? Okay. Hätte besser sein können. Also hat sich nicht deine Meinung geändert seit vorhin. Aber du hattest auch das Gefühl, es ging schneller rum dieses Mal. Das auf jeden Fall, ja. Man weiß, wenn man Spaß hat, geht die Zeit wie im Fluge. Weißt du, im Fluge? Ich weiß. Das ist nicht mein Sitz hier. Auch bei der Beinfreiheit, nee, das ist nicht so schön, wenn alles eingeklemmt ist. Nee, das, ja. Ich guck mal, wie es beim Rückflug aussieht. Muss man halt mal schauen. Und, aber an sich, soweit zufrieden mit der Airline auch? Ja, ja, klar. Tief in der Nacht, besser gesagt fast 5 Uhr morgens und ich erkundige Akihabara. Unser Hotel ist in Akihabara und ja, schlafen kann ich nicht mehr. Also habe ich gedacht, schaue ich mich doch mal jetzt hier nächtens um. Und ja, ist natürlich alles zu. Aber was da halt auch wirklich auffällt, selbst in den kleinsten Seitenstraßen und dunkelsten Ecken fühlt man sich wirklich sicher. Man fühlt sich einfach sicher. Bei uns in Deutschland würde ich mich um diese Uhrzeit nirgendwo sicher fühlen, keinem Viertel und schon gar nicht irgendwie an, wo größere Bahnhöfe sind. Ja, das hier hat noch alles zu natürlich. Langsam machen die ganzen Geschäfte auf. Die erste US-U-Bahn konnte man vom Hotel aus sehen. Als sie dann einfuhr, wir haben vom Hotel ein Fenster, können wir direkt auf den Bahnhof schauen. Und ich bin ja noch auf der Suche nach einem Family Mart und einem anderen Konbini. Mal, hier war nämlich irgendwo einer. Weiß halt leider nicht mehr wo genau, aber gut, ich wollte mir sowieso ein bisschen die Beine vertreten und dann mal was hier vom nächtlichen Akihabara zeigen. Da Fate Grand Order, ganz groß übrigens, sieht man viel
Werbung davon. Oh, da ist sogar ein Kentucky. Natürlich gibt es da noch ein Video von Akihabara, wenn es hell ist und die Geschäfte offen haben. Also macht euch da mal keine Sorgen. Und natürlich auch wieder die Getränkeautomaten mit von der Partie. Den Refresh Shot, den gibt es immer noch. Den gab es auch schon vor 2 Jahren, als ich in Tokio war. Scheint sich zu halten. Wundert mich, ehrlich gesagt, weil die Dose ist auch nicht sonderlich groß und ja. Da haben wir den nächsten McDonald's. Hier Werbung We Love Akihabara für den Maid Café. Und dann haben wir grün. Die Ampelphasen, das hatte ich auch schon damals in meinem Fazit-Video gesagt, sind, naja, wie gesagt, nicht berauschend. Ihr seht ja, da seht ihr nicht, das blendet zu sehr, da sind auf jeden Fall solche komischen roten Punkte und die gehen dann runter und wenn die runter sind, wird es grün und bei grün ist es genauso, aber bei grün ist es halt so, da geht es deutlich schneller als bei rot. Und wie gesagt, nachts in der Videokamera bei uns irgendwo laufen, unvorstellbar, aber hier, ja. Alles möglich. Hier ist mal eine Straße ohne Ampel. Diesen will ich sehr, sehr selten. Selbst normalerweise die kleinsten Straßen haben Ampeln. Aber gut. Ah, hier haben wir halt schon Family Mart. Zwar nicht der, nach dem ich eigentlich gesucht habe. Aber ein anderer. Das ist schon mal gut. Und der hat natürlich auch noch auf. Okay.
Ja, jetzt habe ich sie gefunden, diese kleinen sind das. Ich glaube, so sollten die aussehen, die ich aus Dubai gemacht habe. Wie ihr sehen konntet, hatte der Family Mart noch auf. Drin gefilmt habe ich auch, allerdings mit dem Handy. Und ja, jetzt mache ich mich trotzdem noch auf die Suche nach dem anderen, zu dem ich eigentlich wollte. Mal schauen, ob wir den auch noch finden. Oder vielleicht finden wir sogar noch einen anderen oder einen 7-Eleven. Kann natürlich alles sein. Hier ist Animate. Sehr bekanntes Kaufhaus für Anime und Manga. Aber gut, ich denke mal, das wird schon jeder kennen. Gut, wir entfernen uns allerdings jetzt ganz weit von dem Family Mart, zu dem ich eigentlich wollte. Denn hier ist er nicht, das weiß ich. Aber gut, wie gesagt, macht ja auch nichts. Vielleicht finden wir noch was anderes Interessantes. Werbung für Magic scheint wohl auch ein Kartenladen zu sein. Ja, ja. Ein Card Game. Cardo Game. Ganz groß, wie gesagt, Magic Werbung. Dann machen wir uns mal wieder auf den Weg in Richtung Bahnhof. Und dann haben wir hier Mulan, Akiba, DVD, Game, Hobby. Noch ein anderer Laden, wo kein Name drin steht, okay. Dann haben wir hier Trader 2. Ein anderer Trader ist an der Hauptstraße. Richtig gutes Geschäft. Für Videospiele und Ero-Manga. Und hier sind wir zumindest schon mal wieder hier beim Sega-Gebäude.
Yoshinoya ist ja auch eine bekannte, ja, so eine Art Fastfood-Restaurantkette für japanisches Essen. Okay, da sind wir wieder bei McDonald's. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal hier über die Straße mit. Alles von Akihabara haben wir natürlich jetzt nicht abgegrast. Das sollte auch klar sein, auch wenn wir jetzt schon einiges wieder gesehen haben. Und hier sind wir schon wieder am Bahnhof und ja, schauen uns natürlich jetzt auch noch die andere Seite ein bisschen an. Da übrigens das Gundam Café. Falls man das erkennen kann, ich schwimme es mal her. Aber das hat natürlich jetzt auch gerade zu. Das sollte klar sein. Die meisten Geschäfte machen ja eh erst so um 10 oder 11 auf. Oh, jetzt spinnt die Qualität der Kamera ein bisschen. Tut mir leid, ich weiß nicht, aber das sind irgendwie zu viele Lichter. Okay, ne? Okay, jetzt geht es wieder besser ein bisschen. Keine Ahnung, was damit los ist. Ich hoffe, die meiste Zeit war die Qualität gut. Natürlich ganz viel Anime-Werbung. Und auch für Manga. Und da ist der Family Mart, den ich gesucht hatte. Den will ich ganz, ganz dicht in der Nähe vom Hotel. Einfach einen sauren kleinen Rundgang mache ich noch zu Ende, wenn wir da wieder draußen sind. Jetzt geht's wieder zurück zum Hotel. Wie bereits gesagt, das liegt in Akihabara und ist vielleicht 2 Minuten von der ganzen Elektro-Town entfernt. Da ist auch schon der Eingang da vorne.
hier schon überall Weihnachtszeug. Das ist am frühen Abend, wenn es dunkel wird, auch beleuchtet. Tannenbäume stehen hier auch schon. Und hier ist dann noch das Hotel. Deutschland zurück. Der Knusperkeks und die Knusperflakes. In dem japanischen kleinen Bahnhof-Supermarkt. Aber doch teuer für 300 Yen. Das stimmt. Ich finde es schon bei uns in Deutschland teuer. Oha, die Goldbeeren, die sie haben hier. Was sagst du dazu? Faszinierend. So, Florian, wo sind wir auf dem Weg jetzt hin? Zu Toys R Us. In Odaiba? Ja. Im Aqua City heißt das Einkaufszentrum? Ja, wir sind ja auch echt lange, wir sind auch jetzt irgendwie ein bisschen Bahn. Wir müssen dreimal umsteigen, ja? Aber wie war die Fahrt so? Oh, macht Spaß. Das war schön, ja. Und es ging? Ja. Wir waren gerade 15 Minuten unterwegs und es ging aber schnell, die Zeit verflog wie sonst was. 15 Minuten, die Zeit verflog wie sonst was. Ja, aber es ist auch einfach, weil die Bahnhöfe funktionieren einfach besser. Weil selbst wenn du mal sagst, okay, ich muss mal kurz gucken, ein bisschen orientieren, ja, 3 Minuten geht eh die nächste Bahn und die verpasst. Das stimmt, ist es halt. Also die Bahn kommen so schnell. Jetzt sind wir so ein bisschen in diesem Vorgebiet. Ja, und ja, jetzt, wir haben nur eine ungefähre Richtung, wo es liegt, und wir gucken jetzt mal, ob wir da ankommen. Genau. So, wir sind zwar immer noch nicht in Odaiba gewesen, da geht's jetzt hin, weil wir
nach Yokohama gefahren sind, das mehr oder weniger durch Zufall. Wie kam es dazu, Florian? Der falsche Toys R Us. Da gab es jemand Toys R Us. Der scheint nicht mehr zu geben. Aber schön, dass angezeigt wird mit Öffnungszeiten. Ja, aber da sieht man die Technik wie in diesem Touchscreen. Wir wollten einen Rodal überfahren. Dann verklickt man sich und das fängt an. Und gut, uns kam schon ein bisschen Spanisch vor nach einer Zeit. Aber gut, dann waren wir jedenfalls in Yokohama, haben das gesehen haben. Ja, und wir sind jetzt auf dem Weg zum... Mit dem Rainbow-Bus nach Odaiba. Oh, der Odaiba Rainbow Bus, oder ne, Daiba Rainbow Bus nennt er sich. Und ja, wieder das Gute ist, und das merkt man hier in den meisten anderen Ländern, wäre es so, dass wenn man sich verfahren hätte, dass man unglaublich viel Zeit verloren hätte. Wir sind zwar auch sehr früh losgegangen, aber da die Züge so schnell fahren und auch so oft kommen, ist der Zeitverlust vielleicht minimal, oder was sagst du? Vielleicht eine Stunde, maximal eine Stunde Zeitverlust, obwohl wir uns komplett verfahren haben. Wir waren in einer anderen Stadt. Ja, in einer anderen Stadt sogar. Das ist schon was, also hier, der Verkehr läuft ja, das muss man schon wirklich sagen. Da ist ja auch Rainbow-Bus, weil wir ja diese Rainbow-Brücke fahren. Genau, wir werden mal schauen, ob ich filmen kann dann. Oh nee, aber wieder mal, man merkt halt wirklich, dass... Ein ganz schöner Aufwand als Japaner, auch wenn du zu Toys R Us willst, oder? Na gut, es gibt noch mehr Toys R Us, das habe ich gesehen, ja. Aber... Aber wir wollen ja gerne zu dieser künstlichen Insel halt auch noch. Genau. Und wieder, da geht es jetzt hin, wie dann an einem kleinen Abstecher in Yokohama. Also die Videos, die ihr davor seht, die sind nicht von Odaiba, sondern von Yokohama. ja, aber gut, okay. Habt ihr auch was von Yokohama in dem Video? Wieso nicht? Und wie gesagt, aber jetzt werde ich immer wieder überraschend mit anzusehen, wie schnell so ein Zeitverlust auch ausgeglichen wird, weil es halt wirklich, ich meine, man ist am Bahnsteig, der Zug fährt weg, kommt aber 3 Minuten später der nächste und die fahren auch schnell. Und ja, hier ist allgemein noch so ein Busbahnhof. Da fahren Busse. Hier, der Bahnhof hier ist übrigens auch sehr, sehr groß. Wir befinden uns übrigens an der Shinagawa Station. Auch ein riesiger Bahnhof. Fahren auch Shinkansen von ab. Und jetzt warten wir, bis die Fahrt mit dem Daiba Rainbow Bus losgeht. Kosten sind da pro Fahrt 220 Yen. Da sind so umgerechnet um die 2 Euro. Wir sind auch sehr verwundert, dass der keine Passmund nimmt. Passmund und Zugkarte nimmt der beides nicht. Das ist doch extra an dem Bus nochmal angeschlagen. Und der Bus fährt auch nur alle 15 Minuten. Was übrigens auch noch auffällt, ich meine, wir haben November. Hier haben wir aber 20 Grad, das ist schon fast Sommertemperaturen. Oh, also in Yokohama. In Yokohama war es extrem. Deswegen waren wir auch so fertig, weil wir wollten eigentlich ja in die andere Richtung. Ja. Die Hitze hat uns auch so zugesetzt. Und weil nichts gegen die Japaner, die sind alle nett und freundlich, aber zwei haben uns die völlig falsch zugesetzt. Ja, die haben gedacht, wir wollen mit dem Shinkansen fahren. Passiert auch nicht jeden Tag, dass man nach Yokohama fährt, wenn man zum Toys R Us will. Das darf man nicht vergessen. Nee. Aber auch hier ist es ziemlich warm, muss man einfach sagen. Und ja, große Gebäude natürlich, wie gesagt. Wir haben aber heute schon unglaublich viele verschiedene Arten von Gebäuden und Stadtteile gesehen. Also insofern, es ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber es war jetzt nicht alles völlig umsonst. ご利用いただきましてここまでありがとうございます。
Achso. Wir sind jetzt in Odaiba im Toys R Us und ja, jetzt wird ja auch mal ein bisschen gefilmt. Hier ganz viel von Pretty Q und anderen Magical Girl Serien. Dann haben wir hier ganz viel Center- und Kamen Rider-Zeug. Da sind natürlich auch da. Und du hast hier schon was ausgesucht? Ja. Wuhu, Kamen Rider! Der Tyron ist gehypt. Kamen Rider Bild. Ich würde sagen, das muss irgendwie die Restposten sein, dass hier noch Bild rumliegt. Das muss ja auch ein Stein gelegen haben. Schau mal auf die Preise, sind da jetzt hier noch, schau mal hier, 500 irgendwas. Das ist günstiger. Das ist die Staffel noch vor der Aktuelle. Das ist Center, genau, ja. Okay, kann man sich hier sind natürlich auch haufenweise Gundams und Weihnachtsmusik spielt im Hintergrund. Ja. Kann man sich seine Model-Kits hier kaufen. Stehen dort auch irgendwelche anderen Sachen rumstehen. Hanpanma und Doraemon haben wir hier. Schau mal, so eine Kugelbahn. Fortnite. Die haben auch einen riesigen Bereich mit Toy Story. Ja, und dir fällt da schon gleich alles aufs Sahn. Es liegt nicht an mir. So, du hast eine ordentliche Ausbeute gemacht. Ja, Zero One. Ja, allerdings. Wärst du dann auch noch ein paar gebrauchte Sachen in den anderen Läden geholt? Da werde ich natürlich gucken, na klar. Ja. Es fehlen ja noch einige Belts. Und hier sind jetzt ja so ein bisschen was von der künstlichen Insel. Wir sind jetzt auf dem Rückweg. Jetzt sind wir auch wirklich da. Und ja, jetzt sind wir da, sind jetzt fertig. Wir waren auch im Jump Store. Ja, der war, also der war kein, scheiße. Ich bin aber kein Jump-Fan, aber es war echt nicht viel. Also oder? Ich meine, da waren nur die ganz aktuellen Serien. Und sonst nichts. Gut, ich war halt ganz wenig von Kuchikame, aber auch kein einziger Manga-Band stand da, was mich sehr verwundert, der Manga wird immer noch nachgedruckt. Aber Kinnikuman, warum der da ist? Da ist die Station, wie ist das da? Da, ja, verstehe ich auch nicht. Kinnikuman hatten sie noch ein paar andere Magazine außer der Jump, aber die auch unter Shueisha fallen, okay. Das Einzige, was ich von Kuchikame hatte, war ein Postkartenset. Und für 12.000 Yen. Das sind ja, so 110 Euro für ein Postkartenset. Dann hatten sie noch so ein Originalbild. Ja, das war aber cool. Das war cool, aber 1.800 Yen war es mir jetzt nicht wert. Für ein Blatt Papier? Na, da waren ja zwei. Was ja. Gab man sich ein? Und wäre es ganz gewesen, hätte ich es gekauft. Ja, gut. Wenn es sowas geben würde, wenn ich da mal eine Seite finden würde. Aber nee. Ja, und sonst hier der Rest dieser künstlichen. Müssen wir noch hier geht's zum Hof? Ja, Treppe steigen. Das ist der erste richtige Tag und du möchtest schon über Treppen steigen. Ja, liegt aber nur an dieser Odyssee, die wir dort haben. Ja. Ihr seid die Länder hingefahren von Umweg. Ja. So einer. Ah, hör auch hin. Und jetzt machen wir uns auch wieder mal auf den Weg zurück ins Hotel.
Ja. Jetzt sind wir wieder in Nachern unterwegs. Als wir damals vor 2 Jahren da waren, da waren wir ja ganz früh da, da war noch alles leer. Mhm. Jetzt sind wir hier am Abend um 5. Was sagst du? Ja, das ist ja einiges, was los war. Einiges, ja. Also die Leute kommen einem nur so entgegen. Diesen Weg zum Broadway, aber da hinten sieht man ihn schon. Und Weihnachten ist auch schon. Weihnachten auch schon, das ist ja schon ganz extrem. Weihnachtslieder in Toys R Us. Im Bahnhof auch. Beim Hotel auch Weihnachtsdekoration. Ja. Und ja, da hinten kann man schon sehen, das rote Schild nach dem Broadway. Wie gesagt, auch eine sehr bekannte Einkaufsmeile. Kommt auch in einigen Videospielen vor. Ist zum Beispiel das Hauptzentrum dabei, Digimon Story. Ja, ja. Genau, da ist es ja auch, ja. Das erklärt doch, warum ich mich da immer verirrt habe, weil das nicht so groß ist. Digimon Stories ist halt ein Teil vom Bakuman Live-Action-Film, wurde auch am Nacken und Broadway gedreht. Und hier halt überall Sachen zu essen. Beim Motorradfahrer. Mit seinem Moped. Ja. Schulgeschäfte. Ja, und jetzt sieht man es auch schon deutlich besser. Und der ist genauso voll wie der Weg hier. Wie man sieht, auch hier noch haufenweise Leute drin, die kommen und gehen. Diesmal filmen wir den Nachhinein Broadway, in dem einfach mehr los ist, denn auch damals, als er dann geöffnet hat, wir waren ja zu früh da und dann haben die Geschäfte langsam aufgemacht und dann ist klar, dass noch nicht so viele Leute da waren, aber jetzt sind deutlich mehr Leute da und es ist wieder ein ganz anderes Erlebnis. Hier haben wir eine Horror-Manga-Ausstellung. Die fing vom ersten. So, wir sind hier gerade am Ikebukuro Bahnhof und suchen den Ausgang zur Sunshine City. Was sagst du dazu? Wir wandern hier schon ganz Zeit umher. Ich lobe die Bahnhöfe sonst, aber das ist immer der reine Wahnsinn immer. Weil die Bahnhöfe sind gigantisch. Und du weißt auch gar nicht, bist du jetzt oben, bist du unten?
das verwirrt einen. Also ist auch so riesig. Also das ist eine Sache, ja, das Bahnhöfe hier sind nicht ohne. Ihr habt ja schon gesagt, im Dungeon von Star Ocean 6 sind die Bahnhöfe hier. Okay, aber mal jetzt eine Bahn. Also da war ich gerade geradeaus. Also waren wir da geradeaus. Ich glaube, da steht das an der... So, jetzt sind wir draußen. Wohin sind wir auf dem Weg? Zum Pokémon Center. Und es weihnachtet sehr. Ja, der ist ja auch schon drauf. Pokémon Center. Und irgendwas Besonderes, was du verkaufen willst? Nö, einfach nur hin. Beim letzten Mal hast du ja Booster Packs und irgendwie einen Plüschtier gekauft, oder? Ja, aber Booster, Booster lohnt sich aber hier nicht, weil da nur 3 Karten drin sind. Stimmt, und der Preis-Leistungs-Verhältnis? Dasselbe wie bei uns, wenn man sich 3 Stück davon kauft, wird man auf die neuen Karten kommen wie bei uns. Also in allen Bezirken, in denen wir bis jetzt waren, habe ich das Gefühl, die Buche ist immer der vollste, oder? Ja, ist immer so. Also. Es scheint aber auch viel von diesen Shopping-Sachen so zu sein. Du, da war bei den anderen auch. Aber hier ist alles sehr eng irgendwie. Noch enger. Bei Young Café. Oh, Junge. Thank you.
jetzt nach links. So, wir sind auf dem Weg zum Pokémon Center. Ja, klar. Wir sind auch im Sunshine drin. Hier sind wir schon bei Pokémon. Und du freust dich schon, oder? Ja, ich freue mich. Pokémon ist super. Wie auch schon letztes Mal sagte, Pokémon Center ist halt auch für Pokémon Nicht-Fans. Wir können mit Pokémon ja nichts anfangen. Trotzdem bin ich sehenswert. Das muss man wirklich sagen. Das muss man wirklich sagen. Das ist auch für Nicht-Pokémon-Fans sehenswert. Und der ist schon auf der anderen Seite. Siehst du? Ah, ich habe gerade jetzt zu. Habe ich auch erst gedacht. Wir wollen uns jetzt gerade Schrott machen. Machiko. Ich schnapp sie mir jetzt alle. So, wir sind wieder hier in Akihabara. Diesmal wird sogar mal bei Sonnenschein gefilmt. Und ja, was hast du jetzt genau vor? Pokémon kaufen. Genau, heute ist der Release-Tag von Pokémon. Und Schwert und Schild. Da ist auch schon das Schild mit dem Einzelpreis und dem Doppelpreis. Ja. Und du freust dich schon ganz besonders ja, drauf. Ja, ich freue mich schon wirklich sehr total drauf, ja. Hier stehen auch schon ein paar andere Leute, die das Pokémon-Spiel gleich haben wollen. Das Geschäft macht um 10 Uhr auf. Wir haben es gerade 9.45 Uhr oder so. Da stehen die Spiele auch schon. Und ja. Ich freue mich. Du freust dich drauf, das stimmt. Ja, ich freue mich jetzt schon total drauf. Und was wird sich holen? Beide Edition, Beide. Beide. Weil diesmal die Unterschiede einfach ein bisschen gravierender sind als früher. Ja, das stimmt, habe ich auch gehört. Als früher waren es ja wirklich immer nur ein, zwei Pokémon. Und jetzt sind es Arenen, Gebiete etc., was alles anders ist. Also, dass man einfach die volle Pokémon-Packung hat. Werden Leute mal so richtig das Geld aus der Tasche gezogen bei Pokémon? Nein, das hatte ich mit Geld aus der Tasche. Die geben uns halt noch mehr Spielspaß für uns. Können wir auch alles in einem Spiel tun, aber gut. Das ist ein Thema für ein anderes Video. Wie gesagt, ich halte nicht wie vom Pokémon. Banause. Ja, und damit kann ich sehr gut leben. Oh, du hast jetzt ein Pokémon-Spiel bekommen? Ja, da im Doppelpack. Da im Doppelpack. Da Schwert und Schild. Da brauchen noch zwei Extras dazu. Solche Notizhefte. Ja, ich zeig auch noch mal. Ja, zeig auch mal. Gekauft wurde das Ganze bei Big Camera. Riesiger, ja, ein Elektroladen ist das nicht nur. Es hat auch viele andere Artikel. Allerdings auch auf vielen Etagen sehr viel Elektrozeug. Und ja, gut, das waren noch so kostenlose Prospekte. Ja. Jetzt hast du Pokémon. Ja, ich freue mich total. Wie war der Preis jetzt? So, 130 Euro billiger als in Deutschland. Wie viel billiger? 30. 30 Euro billiger, ja. Das ist schon ein ordentlicher Unterschied, muss man einfach sagen. Ich meine,
für 30 Euro bekommen bei uns ja schon ein oder zwei gebrauchte Spiele oder so. Ja, es ist schon heftig. Also 30 Euro Unterschied und hier für das Doppelpack, da waren irgendwie 11.300 irgendwas Yen. Ja, es sind 95 Euro etwa. 95 Euro, also fast 30 Euro gespart. Da lohnt sich das doch, oder? Da lohnt sich das auf jeden Fall. Haben wir die Rückseite? Na klar. Dann sehen wir die auch mal. Ich mache natürlich einen weiblichen Avatar, das wie immer. Das ist klar. Ja, wieder sonst. Waren recht viele Leute da, also alle, die nach oben gegangen sind, haben sich auch direkt das Spiel geholt. War doch mehr los, als es gab übrigens auch eine Koro-Koro-Spezialausgabe für 900 Yen. So. Da war so ein Pokémon-Schwert und Schild. Ich weiß nicht, ob das mit Lösungsbuch war, keine Ahnung. Ah, alles klar. Das braucht, also wir brauchen für Pokémon nur wirklich kein Lösungsbuch. Nee, aber sah an sich ganz nett aus und ja, so viel auf jeden Fall zum Pokémon-Tag heute. Womit ich nie gerechnet habe als Menü-Event mit dem Florian, der Hallo. Hinter der Kamera ist. Jetzt sind wir auch mich mal vor der Kamera. Und ja, wie gefiel es hier so? Mir gefiel es ausgezeichnet. Ihr habt sicherlich schon ein paar Videos
gesehen, ja, gehen wir mal ein bisschen. Sicherlich schon ein paar Videos gesehen von der Ausstellung, auch vom Zeichner, der war nämlich live da und hat live gezeichnet. Das war richtig cool auf jeden Fall. Das war ganz cool, das stimmt. Und du kannst ja mit Shonen eigentlich überhaupt nichts anfangen. Nein. Deine Meinung so dazu? Die Zeichnungen sind cool. Das stimmt. Gefallen dir die besser als die heutigen Shonen-Manga? Ja. Ich muss ja sagen, Ippo ist deutlich besser als die heutigen Fighting-Shonen-Manga. Ja, das ist halt... Auch wenn die heutigen natürlich noch gut sind, also... Aber Ippo ist in vielen Bereichen einfach besser. Ja, das Ding ist halt einfach, der Ippo, der ist halt kein kleiner Bub irgendwie. Obwohl er eigentlich 15 ist? Ja. Okay, auch am Ende schon? Nee, ich glaube, das war 18 oder so. Okay. Ich habe gesehen, Akizu heute mit so Muckis und die hauen sich da. Du hast auch gesehen, wie Ippo auf dem ersten Cover aussieht und jetzt auf dem Neujahr rennt. Ja, das stimmt. Das ist ein großer Unterschied. Das stimmt. Das stimmt. Ja, aber auf jeden Fall hat auch Eintritt gekostet, 900 Yen, aber die haben sich völlig gelohnt. Ja, das stimmt. Eine große, schöne Ausstellung. Da kann man schon noch eine Stunde drin verbringen. Ja, man konnte sich irgendwie noch anstellen, um den näher zu sehen. Den genau, da wurde dann alle 20 Minuten gewechselt, sind die Leute dann rausgebeten worden und neu reingelassen worden. Es wurde sich ein bisschen über Stageplay unterhalten, was ja bald kommt. Es wurde sich ein bisschen über ein Anime unterhalten, über Manga, über die Charaktere. War sehr interessant mit anzuhören. Ah, okay, ich stand erst in der Schlange, weil ich nicht wusste, wofür. Ja, ich habe gewusst, auch immer noch da stehen, weil das ist halt, die Leute sollen halt genug Zeit haben zu schauen, wie er zeichnet. Ja, weil wir stehen. Und den Typen halt mal hautnah sehen. Und das wäre bei uns aber noch mit dem Zeichner irgendwie gar nicht möglich. Ich meine, hier konnte man sogar Fotos machen. Waren ja, sogar erlaubt. Ja, stimmt, Fotos waren erlaubt. Das hat man sonst auch nicht. Wie gesagt, gefilmt? Film musste ich leider mit dem Handy, weil Videokameras warum auch immer verboten waren, aber die Qualität vom Handy wird schon nicht so scheiße sein. Am besten war ja eigentlich noch der Weg dahin zum Ippo-Teil. Das ist, ich glaube, für was anderes dann. Ja, das war auf jeden Fall sehr interessant, bis wir es gefunden haben. Sehr interessant, haben. Bis wir durch das ganze Gebäude durch sind. War auf jeden Fall sehr interessant auf jeden Fall. Und jetzt werden wir gleich nochmal gucken, was wir sonst noch hier machen. Zum Buch wollten wir jetzt. Ja, hier, da, Shibuya, irgendwo in die Richtung. Der Masse an Leuten hier. Wie gefällt dir Shibuya eigentlich so? Sehr voll. Das war aber schon mal, als wir hier waren. Ja, ja, wobei Ikebukuro war schlimmer am Sonntag. Oh Gott, das war euer Moment. Morgen ist ja Sonntag. Ich bin mal gespannt, wie es da in Akihabara ist. Stimmt, ja. Darf ich kurz?
편리성 향상과 운전 권한을 목적으로 한 선로 전환을 통해 오늘 개인 인구 조사는 wieder irgendeine Manga-Ausstellung. Jedenfalls ein paar Farbwerte, ich weiß gar nicht, ob man da rein kann. Schauen wir einfach gleich mal an.
どうぞ。 Was hältst du denn so vom Fischemarkt? Hat sowas von einem Wochenmarkt bei uns. Mit vielen, vielen Ständen und man kriegt nicht nur Fisch hier. Wir haben auch schon so Süßspeisen. Ja, und Tofu oder so, was da lag, ja. Und hier so Rührei war das, was wir in diesem Förmchen gesehen haben. Thunfisch haben wir auch schon gesehen, zumindest einen Kopf davon. Ja, den kann man wahrscheinlich nicht kaufen. Nee, der ist zum Ausstellen da. Die Preise, du hast da jetzt drauf geachtet? Nee, nicht so besonders. Ich weiß auch nicht, wie das hier jetzt ist mit Fisch und so. Fisch ist eigentlich sehr, sehr billig in Japan. Ja, das stimmt. Liegt daran. Ist ja der größte Umschlagsplatz für Fisch. Wir müssen nur den Kugelfisch für den Dr. Faustus finden. Ja, ich glaube, damit werden wir eigentlich nicht viel Erfolg haben. Ja. Eine Giraffe auf dem Fischmarkt.
Und ein Bär. Da ist Kugelfisch. ペーパーあ、じゃあこれで。今、中は、はい。大丈夫。大丈夫。はい。気をつけてね。あの、妹、まだだ、2本。あ、OK。はい。お願いします。
Dein Eindruck vom Fischmarkt, sagst du, ist aber, da muss man gesehen haben, oder sagst du, nee, kann man auch getrost weglassen? Kann man mal machen, wenn man schon hier ist.
Ja, aber es ist tatsächlich nicht so groß, wie ich gedacht habe. Nee, es ist deutlich kleiner als gedacht. Das ist ja auch nicht direkt der Umschlagplatz. Also hier werden ja schon alles fertig verkauft. Haben wir ein paar interessante Sachen gesehen, ja, oder? Ja, das stimmt. Ja, das auf jeden Fall. Ein paar spannende Dinge, die Sachen auf jeden Fall dabei. Und ein paar lebende Viecher, viele tote Viecher. Und Regen und... Glaube ich mal ganz spannend, auf jeden Fall mal anzusehen, wie der hart arbeitende Japaner seinen Fisch macht. On the left side will open. Please change your floor, the always on subway line. Wo sind wir jetzt auf dem Weg hin? Nach Ikebukuro. Und was schauen wir uns an? Kultur. Und die Kultur heißt Mandarakenboots. Ja, genau. Wir sind schon dran aufgeregt und... Da waren wir aber schon. Ja, aber es ist wie ein neuer Tag, ein neuer und Morgen. Und du suchst noch was Bestimmtes? Ja, ich bin da Dojinshis gewesen. Das ist ungewöhnlich, dass der Tyrant nach Dojinshis schaut. Aber das ist ein Non-Hentai Dojinshi. Ja, nachdem du die Transform an Narumono geholt hast. Ja, das ist ja auch kein Dojinshi. Kein Sexueller. Ja, genau. This is the Yamanote Line train.
So, damit endet leider auch schon wieder die Japan-Reise. Ging unglaublich schnell rum, aber war wieder sehr, sehr schön. Ein Fazit-Video kommt natürlich noch. Hier nochmal so die letzten paar Eindrücke von Akihabara, bis ich halt das nächste Mal hier bin. Und ja, wie gesagt, viel mehr kann man nicht sagen. Das war das Hotel, jedenfalls sehr gut. Kann man empfehlen und würde ich auch im nächsten Urlaub wieder buchen. Und ja, alle weitere Fazits gibt es dann im Fazit-Video zusammen nochmal gesagt.
臨海線はお乗り換えです。臨海線へお乗り換えのお客様は進行方向前寄りの南口改札をご利用ください。 We will soon arrive at 天王洲 Aisle. 天王洲 Aisle. Please change your for the 臨海 line. 天王洲 아이르 到了，本站可转乘临海线。 이번 역은 텐노즈 아이루입니다. 링카이선 환승역입니다. 列車の モノレールは 普通列車 羽田空港 第2ビル行きです. 航空機をご利用のお客様に降車駅をご案内いたします。 国際線をご利用のお客様は 羽田空港国際線ビルでお降りください。 JAL 日本航空国内線 日本トランスオーシャン航空スカイマークスターフライヤー北九州空港行きおよび福岡空港行き ANA 全日空北九州空港行きをご利用のお客様は羽田空港第1ビルでお降りください。 ANA 全日空エアドゥソラシドエア、山口宇部空港および関西空港行きをご利用のお客様は終点羽田空港第2ビルでお降りください。次の停車駅は大井競馬場前、大井競馬場前です。 停車駅は流通センターです。 昭和島です。昭和島です。
府昭和島昭和島です昭和島駅で列車の通過待ちをいたしますお待たせいたしました次の停車駅は整備場整備場です駅は天空橋、天空橋です。まもなく天空橋、天空橋です。京浜急行線はお乗り換えです。We will soon arrive at 天空橋、天空橋。Please change your for the Keihun Kyukou line. 天空桥到了。本站可转乘京滨急行线。이번역은天空
May I have your attention, please? Check in for 88 flight 969 to Shanghai, Hongqiao. Will be closed shortly. We kindly ask those who have not yet checked in for this flight to contact